Eine kurze Anwendung zur Messbarkeit von Funktionen, Lebesgue-Messbarkeit von Funktionen. Betrachten wir eine numerische Funktion f, die bildet reelle Zahlen auf r quer ab, und r quer ist ja die Vereinigungsmenge von den reellen Zahlen mit Plus und Minus unendlich. Und wir definieren die Abbildungsvorschrift als, das ist der ln von Betrag von x, und sagen f an der Stelle 0 bekommt den Wert minus unendlich. Ist plausibel, ja? Wenn man sich den Funktionsgraphen von diesem natürlichen Logarithmus vorstellt. Die Behauptung wäre jetzt an der Stelle, f ist Lebesgue messbar. Ja, der Beweis dazu wäre jetzt, naja, wenn f Lebesgue messbar sein soll, dann muss ich überprüfen, ob die Urbildmenge, die ich mir auswählen kann, es gibt dann einen entsprechenden Satz, den ich in der Vergangenheit bewiesen habe. Das sind fünf Aussagen, die äquivalent zueinander sind. Also die fünf Aussagen beziehen sich auf entsprechende Urbildmengen. Und ich wähle jetzt eben diese Urbildmenge hier, f kleiner gleich a, aus. Das ist die Urbildmenge f hoch minus 1, und minus unendlich ist eingeschlossen. Ebenso a. Also, ich müsste jetzt nachweisen, dass diese Urbildmenge messbar ist, und dann folgt direkt aus einem Satz, also eine Funktion ist genau dann Lebesgue messbar, wenn die entsprechende Urbildmenge Lebesgue messbar ist, dass die Funktion tatsächlich Lebesgue messbar ist. So, jetzt schreibe ich eben die Urbildmenge an der Stelle um. Das sind die ganzen x, also die Menge aller x aus den reellen Zahlen, für die gilt, der Funktionswert ln Betrag von x ist kleiner oder gleich a. Ja? Das ist aber nichts anderes als die Menge aller x aus den reellen Zahlen, für die gilt, ja, Betrag von x kleiner oder gleich e hoch a. Das wiederum, bezogen auf diese Ungleichung, ist ja nichts anderes als das kompakte Intervall von minus e hoch a bis e hoch a. Und über kompakte Mengen, beziehungsweise von kompakten Mengen, wissen wir, dass die Lebesgue messbar sind. Das heißt, diese Menge, diese Urbildmenge, ist als kompakte Menge Lebesgue messbar. Insbesondere folgt nun f ist Lebesgue messbar. Ja, coole Idee.